Ja, das ist der 28. März 2019, Smokers TV vor Ort, unterwegs. Unterwegs in Bottrop. Bottrop heute eine Präsentation der Firma Hermann Hauser. Hermann Hauser, bekannt als RBR-Produzent, RBR-Partner der Tabakwarenwelt. Und das schon ziemlich lange. Wie lange erfahren wir gleich vom Geschäftsführer bzw. auch vom Marketingchef. Wissen wollen wir außerdem, was es mit der neuen King-Zigarette auf sich hat, die Hauser jetzt aktuell auf den Markt bringt. Eine Tabakzigarette. Ist dann Tabakzigarette ein Produkt, was man zurzeit noch einführt? Ich frage es mal ganz kritisch. Diese kritische Frage kann ich gerne mit einem großen Ja beantworten. Allerdings muss man intensiv darüber nachdenken, wo man sich positioniert und wo die Chancen und Risiken der Einführung liegen. Und wir haben sehr, sehr viele gute Gründe dafür entdeckt im Laufe der letzten 12 Monate, die dafür sprechen, um das Projekt jetzt zu starten und dann vor allem auch nachhaltig und agil als Mittelständler zu forcieren. Weil wir glauben sehr, sehr stark daran, dass es das Rauchen auch morgen noch geben wird. Und wir haben mit KTI einen Partner gefunden, der mit viel Leidenschaft und Produktionsexpertise an das Thema rangeht. Und das ist uns eigentlich das Wichtigste. Langfristig gute Produkte, aber eben auch hier zum erschwinglichen Preis auf den Markt zu bringen, um einen gewissen Abstand haben zu den Wettbewerbern. Wichtiger Punkt, aber ihr bleibt trotzdem der klassische RBR-Anbieter, der als Großhändler den Einzelhändlern über die ganzen Jahre einfach ein großer Name geworden ist. Das ist ganz entscheidend an der Stelle. Also wir sind leidenschaftliche RBR-Händler und wir wollen das in Zukunft noch viel stärker tun, als wir es heute tun. Nichtsdestotrotz sehen wir in der Zigarette nun mal die Möglichkeit, uns breiter aufzustellen, sei es, wenn es um neue Kundenuniversen geht, aber auch um neue Warengruppen. Und die Zigarette birgt eben auch tolle Synergien im Logistikbereich. Wenn man mal auf 2024 hinschauen möchte, wird sich da sicherlich die eine oder andere Chance auftun, um mit der Zigarette eben dann unsere Liebe zu RBA weiterhin zu forcieren. Also so. Es ist ein breiteres Standbein für uns. So wie ich dich einschätze und dein Team einschätze, habt ihr den Markt vorher abgeklopft. Geht das mit einer Tabakzigarette? Ihr habt bestimmt den Markt wirklich von hinten und nach vorne beleuchtet. Und dann war die Entscheidung, wir machen das. Genau so ist es. Also ich könnte es nicht besser formulieren. Wir haben natürlich Marktforschung betrieben, Marktzahlen recherchiert, analysiert. Wir haben viel gefragt, weil wir sind jemand, der als RBA-Großhändler natürlich die Sprache des Handels auch spricht. Und wir den Großhandel als auch den Einzelhändler verstehen. Und so die Möglichkeit hatten, mit vielen beteiligten Partnern und Kunden über das Projekt zu sprechen und den Markt abgeklopft. Und der ist immer noch da und wir glauben auch daran, dass es ihn morgen noch geben wird. Also, Hermann Hauser GmbH, die Versteher. Ich wünsche euch mit dem Verstehen viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate. Und in der Tabak fragen wir mal nach, wie es gelaufen ist. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ihr habt jetzt heute Abend auch vorrangig Händler aus, Großhändler, Einzelhändler aus Nielsen 2 eingeladen, wie ich gehört habe. Also das ist praktisch die Startgruppe, mit der ihr jetzt hier mit dieser neuen Zigarette in den Markt geht. Ja, das liegt aber ganz klar daran, weil wir hier Werbung machen. Wir nutzen hier noch die Möglichkeit der Außenwerbung. Wir werden an vielen Standorten hier im Ruhrpott Werbung machen für die King. Ausgewählte Spots auch noch in Düsseldorf und in Köln für die Corsette. Und das ist der Grund, warum wir sagen, okay, wenn wir hier Werbung machen, sehen wir, dann erreichen wir damit eine ganze Menge Menschen, die sich für unsere Produkte interessieren könnten. Und deshalb wollen wir natürlich auch den Einzelnen dabei unterstützen, diese Außenwerbung für sich zu nutzen, um unsere Produkte den Kunden nahezubringen. Ne? Was gibt dem Händler an Hand? Was bekommt er, um diese Produkte in seinem Fachgeschäft jetzt nach vorne zu tragen? Erstmal die Marken. Die sollen überzeugen. King. Ja. King, da muss man eigentlich nichts machen, oder? King muss man nichts machen, außer nur King, ja.
Nein, aber was das Gute ist natürlich, die Produkte als solche sind völlig überzeugend. Ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, 20 Stück kosten 5 Euro. Das ist jetzt mal die Eigenschaft. Den Nutzen, den es den Kunden bringt, ist, dass er sich damit auch von anderen Handelskanälen abhebt, weil wir führen das Produkt jetzt nur im Tabakwarenfach Einzelhandel ein. Ja? Das Produkt ist überzeugend, weil man kriegt für sein Geld gute Qualität. Ja? Es ist eine internationale Marke, nicht irgendwie eine Marke, die wir uns jetzt haben einfallen lassen, sondern sie funktioniert auch schon in anderen Ländern, an europäischen bzw. deutschen Anrainerstädten, Ländern. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und das ist sogar bei der Muttergesellschaft in Österreich. Auch noch bei der Muttergesellschaft, aber das ist ja letztendlich der Nutzen dann für den Einzelhändler, unsere Produkte aufzunehmen, neben den tollen Eigenschaften des Produktes. Kann er sich nämlich vom anderen Handelskanälen damit abheben. 20 Stück in einer Packung ist sehr vorteilhaft von ihm. Wir sprechen ja nicht davon einem Gebinde, wo dann 30, 40, 50 Stück Zigaretten drin sind oder vielleicht die großen Eimer, wo man 300, 400 Zigaretten draus generieren kann, sondern der preissensible Konsument wird hier mit einer fairen Marke angesprochen, mit 20 Stück in einer Packung, und der Händler hat den Nutzen, dass der Kunde, der sich dann die King kaufen möchte, regelmäßig in sein Geschäft kommt und dadurch auch im Nebenhandel bzw. im Nebensegment auch Umsätze erwirtschaften kann. Ich wünsche euch unheimlich viele King-Friends für die Zukunft. Ich denke auch, ja. King-Friends. Also, alles gut aufgebaut, habe ich den Eindruck. Genau. Alles schön präsentiert, auch heute an diesem Abend. Mhm. Richtig gute Stimmung. Die Leute hier sind fasziniert. Mhm. Die werden das alles mit nach Hause nehmen, werden okay. Die Produkte ihren Kunden anbieten. Und ich hoffe, dass es davon dann mehr als die 80, die heute hier sind, bundesweit geben wird. Viel Erfolg dabei. Prima, vielen Dank, Peter. What's the highlight of the King Cigarettes from the Tabak? We are bringing a completely new brand in the German market. We start with the King. This is a brand which is with a big footprint around Europe. The highlight of the brand is that we are bringing a very quality product at a very good price for the consumer, which is at 5 euro. So we start with two versions. We know that the German market is dominated by the full flavor, so that's why we have King Red. But we will have also a proposition for the consumers who like a bit more light versions, which will be the blue. This is a cigarette with American blend and a taste which you can trust. Actually, this is the message which we want to give to the consumers, that they can have a very good product at a very good and attractive price for themselves. Perfect. Thank you. Ja, tolle Veranstaltung heute hier in Bottrop. Und ja, dann gucke ich mal durch die Reihen, da sehe ich einen, den müsst ihr eigentlich kennen. Uwe Dobowal, Geschäftsführer von Tobacos. Herr Dobowal, Sie sind heute hier eingeladen gewesen und haben sich die Präsentation heute angeschaut. Was bedeutet für Tobacos eine solche Innovation, wo man sagt, die Tabakzigarette ist doch noch da und die Tabakzigarette kommt auf ganz anderen Wegen wieder in unser Geschäft? Wie gehen Sie damit um? Als erstes muss ich sagen, dass wir relativ früh bereits mit Hauser über das Thema King gesprochen haben. Also für uns ist das kein neues Thema, sondern wir waren so ein bisschen in den Anfängen von Hauser einbezogen. Man hat uns also schon so ein bisschen auch gefragt, wo müssen wir hin, wie müssen sich Spannen entwickeln und wie können wir so eine Marke einführen. Und deswegen sind wir auch natürlich auf Nielsen 2 gekommen, weil die Tabakos hier in Nielsen 2 mit seinen Gesellschaften sehr stark vertreten ist. Okay, bevölkerungsdichtestes Bundesland, dürfen wir auch nicht vergessen, hat der Sache sehr geholfen, sodass wir sagen können, dass wir, ich hatte auch gerade lange mit Herrn Gerd Eisen gesprochen, dem Geschäftsführer von Hauser, dass wir eine sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit haben und uns natürlich freuen, dass wir jetzt heute hier sind. Viele meiner Gesellschafter, die hier aus Nordrhein-Westfalen sind, sind heute Abend hier auch vertreten. Und wir wünschen uns den Erfolg von King. Und die Argumente haben wir heute gehört, 20 Stück, 5 Euro, ist was sehr, sehr Interessantes. Es ist ja genau entgegen dem, was alle anderen tun. Und das kann das Produkt durchaus positiv nach vorne bringen. Wir begrüßen das und werden es mit allen Möglichkeiten sehr stark unterstützen. Also sehe ich das auch. Also man startet nochmal in ein Feld, was andere schon eigentlich abgeerntet haben. Jetzt sät man nochmal neu. Und da ist Tabakos richtig mit dabei. Genau. Und auch das haben wir in den Gesprächen heute Abend gehört. Wir arbeiten sehr partnerschaftlich mit Hauser zusammen, Hauser mit uns.
aber auch KTI mit Hauser. Das ist ja etwas anders als bei dem einen oder anderen Hersteller vielleicht heute. Dort wird Partnerschaft noch sehr groß geschrieben. Und wir sind mittelständische Unternehmen. Die Tabakos hat 36 Gesellschafterbetriebe, alles Mittelständler. Und bei uns zählt das Wort dementsprechend noch was. Und das macht auch unsere Stärke und unsere Leistungsfähigkeit aus. Wie informieren Sie jetzt Ihre Partner über den heutigen Abend, über das, was jetzt kommt? Das ist so ein normaler Ablauf bei Ihnen oder gibt es da richtig Emotion dazu? Nee. Also wir unterstützen das natürlich seitens der Zentrale schon, weil das hatten wir auch bereits mit Hause abgesprochen, wann wir mit welcher Kommunikation an unsere Gesellschaft da dran gehen. Wir haben eine Warenverfügbarkeit auch, weil wir bei der Tabakos auch ein Lager haben. Das heißt, wir sind in der Lage, innerhalb von 24 Stunden den Gesellschaftern, wenn mal die Ware nicht verfügbar ist, die Ware zur Verfügung zu stellen. Damit unterstützen wir Hauser zusätzlich. Also, Ihnen viel Erfolg, Hauser viel Erfolg. Und bis zum nächsten Gespräch. Alles Liebe, alles Gute. Herr Wild, vielen Dank. Ciao. Händler, Einzelhändler zu informieren und natürlich für die neuen Produkte, die aus dem Hause Hauser auf den Weg gehen, auch zu infizieren, damit die wissen, was passiert da jetzt, was kann man damit machen. Sie haben sich die Kings-Präsentation heute angeschaut. Was denken Sie, geht das? Ja, wir müssen sehen. Ne? Es ist eine Einführung einer OP. Der Markt tendiert eigentlich zu den Großpackungen hier in Deutschland. Wobei man sagen muss, auf der Welt eigentlich ist eine einzigartige Geschichte hier in Deutschland mit diesen Großpackungen. Jetzt bringen ja, glaube ich, die anderen Industriepartner schon 14-Euro-Formate auf den Markt. Wird man sehen. OP, okay, 5 Euro ist ein unschlagbarer Preis. Wird man sehen, ob der Konsument das annimmt. Klar, es ist ein Argument, dass der Konsument dann vielleicht häufiger oder öfter dann wieder ins Geschäft kommt. Entscheidend wird die Marketingstrategie sein. Werbung ist wichtig, klar. Wollte ich gerade sagen, also das muss natürlich auch von hinten irgendwie alles stark untermauert sein. Ja. Aber Sie müssen es auch verkaufen an der Theke. Ne? Genau. Also das muss alles rübergebracht werden. Und jedes neue Produkt, was erklärungsbedürftig ist, dauert natürlich auch, die Mitarbeiter zu informieren und so weiter und so fort. Ja. Aber Sie haben Mut und Sie sagen, okay, wir packen es an? Ja, klar, auf jeden Fall, machen wir. Okay, dann viel Spaß dabei, viel Erfolg. Dankeschön. Und ich freue mich auf die guten Ergebnisse. Dankeschön, ich auch. Dankeschön. So, das war dann die Hauser Lounge. Also, die Lounge rund um die King-Zigarette. Hermann Hauser GmbH präsentierte in Bottrop. Die Gründe dazu, warum wir in Bottrop waren, haben wir gehört. Schauen Sie rein und überlegen Sie mal, was es bedeutet, eine solche Zigarette mit einem solchen Power-Paket nochmal in den Markt zu schieben. Also, wir sind begeistert, wir geben das gerne weiter. Aber Sie entscheiden, ob Sie sich für diese Zigarette und für diese neue Präsentation auch entscheiden. So, das war Smokers News TV, heute aktuell aus Bottrop.